Lange haben die Ukrainer auf diesen Moment gewartet. F-16-Kampfjets donnern über ihre Köpfe hinweg. Bislang hat die Ukraine nur Kampfflugzeuge aus Sowjetzeiten eingesetzt. Diese waren den neueren Modellen der russischen Luftstreitkräfte unterlegen. Die F-16 verbessern die Luftverteidigungsfähigkeit der ukrainischen Armee deutlich, ebenso ihre militärische Stärke insgesamt. Wir haben viel dafür getan, dass die ukrainische Luftwaffe auf einen modernen Standard, auf westliche Kampfflugzeuge umsteigen kann. Ich bin stolz auf alle unsere Piloten, die das Fliegen dieser Maschinen erlernen und sie bereits für unser Land einsetzen. Präsident Zelensky sagte nicht, wie viele F-16 der Ukraine bereits zur Verfügung stehen. Westliche Länder haben die Lieferung von bis zu 60 dieser Jets zugesagt. Unbestätigten Berichten zufolge befinden sich bislang jedoch nur 10 in der Ukraine. Auch wenn die modernen F-16 der Ukraine helfen werden, Analysten sehen dadurch keinen Wendepunkt im Krieg gegen den Aggressor Russland. Zumindest nicht im Moment. What is going to be the purpose of these F-16s? How will they be used? Wofür werden die F-16 eingesetzt? Wie werden sie eingesetzt? Wie werden sie in die Einsatzplanung integriert? Davon hängt viel ab. Ich fürchte, 10 Flugzeuge werden keinen wesentlichen Unterschied machen. I'm afraid it's not going to make a substantial difference. Die F-16 sind mit leistungsfähigen Systemen zur elektronischen Kampfführung und einer Reihe anderer Waffen ausgestattet. Die Ukraine hofft, dass die Jets in Kombination mit den Patriot-Raketenabwehrsystemen den ukrainischen Luftraum für russische Piloten zu gefährlich machen werden. Doch Russland hat die Lieferung der Jets erwartet und dürfte auf sie vorbereitet sein. Sowohl am Boden als auch am Himmel.